Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch entweder recht frisch neu oder recht herzlich zurück hier im Fuchsbau bei unserem neuen kleinen Mini-Projekt My Little Pony, ein Meerscheinbucht-Abenteuer. Ja, ja, ich hab's im Stream angekündigt. Wenn es für den PC rauskommt, werden wir es daddeln und wir daddeln das jetzt. Habt ihr schon mal einen YouTube-Kanal gesehen, wo auf der einen Seite Elden Ring gespielt wird und auf der anderen Seite My Little Pony, ein Meerscheinbucht-Abenteuer? Ich denke nicht, ja. Ich bin eben kurz zu meiner Kumpeline in Twilight Sparkle geflitzt, hab mir einen kleinen Zaubertrank abgeholt, um mich für dieses Projekt temporär von einem Blaufuchs in ein kleines blaues Pegasus-Pony zu verwandeln, damit wir das hier dann auch entsprechend aus den Augen eines Ponys erleben können. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht so viel. Lass direkt loslegen. Einmal noch kurz zum Thema Einstellungen, weil das wahrscheinlich die PC Master Race hier doch ein bisschen interessieren wird, was ihr denn einstellen könnt. Ihr geht kurz rein. Ihr habt die Möglichkeit, die Audio-Settings einzustellen, da dann auch wirklich jeden Balken, so wie es sich gehört. Alles cool. Und das war's. Dann habt ihr noch die Steuerung und ihr seht eure Speicherstände. Es gibt keine Grafikoption. Nicht mal eine INI-Datei, in der man rumfummeln kann, weil ich wollte mal gucken, ob man da vielleicht irgendwas tricksen kann. Aber nein, keinerlei Grafikeinstellungen. Nichts. Wir dürfen somit gespannt sein, wie das aussieht. Ich werde jetzt aber erstmal gar nicht so viel quatschen. Wir legen direkt los, weil ich denke, wir haben während des Games noch genug Zeit zu quatschen, warum der Blaufuchs, der auf der einen Seite Elden Ring spielt, jetzt hier mit euch My Little Pony ein Meerscheinbucht-Abenteuer daddelt. Ja, ist doch schon ein bisschen strange, nicht wahr? Und dann noch was, wir spielen es auf Deutsch. Ich persönlich würde euch immer empfehlen, es auf Englisch zu spielen, denn die deutsche Übersetzung von einigen, ja, Wörtern aus dem My Little Pony-Universum sorgt bei mir auf jeden Fall immer für Gänsehaut, sowas wie Cutie Mark zu Schönheitsfleck zu übersetzen. Ah, ne? Aber da wir hier ein deutscher Kanal sind, wird es auch jetzt schön auf Deutsch gespielt und tatsächlich ist der Voicecast der Generation 5 gar nicht so schlecht, der Deutsche. Das kann man sich tatsächlich geben und damit das auch hier jeder schön versteht, spielen wir das jetzt auf Deutsch, ne? Alles klar. Nun habe ich genug geredet, lass loslegen. Lass flitzen, ja? Ich bin gespannt, was wir erwarten dürfen. Ich habe das Kristallglanzhaus. Ja. Das große Symbol für Magie und Freundschaft im Land Equestria. Und solange Harmonie zwischen Einhörnern, Pegasi und Erdponys herrscht, wird sein Licht den Himmel über der Maritime-Bucht erhellen. Oh, Batterien leeren oder was? Schon kaputt? Oh, aber es gibt ein junges Pony, das immer bereit ist, uns allen zu helfen. Ich bin wach. Ich bin wach. Moment mal. Wo sind denn alle? Ah, auf der Main Street wegen des Maritime-Buchtags. Hitch wartet sicher schon auf mich. Aber irgendwas stimmt nicht. Meine Tasche! Wo habe ich sie denn diesmal stehen lassen? Tja, die werden wir mal wohl suchen müssen, ne? Bewege dich mit dieser Befehl. What the fuck ist das wieder für eine deutsche Übersetzung? Was? Okay, ich bekomme gerade ein bisschen Simulator-Vibes. Ich werde mich mit dieser Befehl jetzt bewegen, also mit dem Stick. Okay, das war schon mal kein erster guter Eindruck, aber die Optik überzeugt auf jeden Fall. Es gibt zwar keine Grafikoption, aber ganz ehrlich, die Animationsqualität ist nice. Schaut euch das an. Ist auch cute, auch wie sie sich so hinsetzt. Also das ist tatsächlich knuffig. Ich bin positiv überrascht. Grafik ist okay. Zumindest jetzt hier, was wir jetzt hier gesehen haben. Gut, erste Aufgabe ist, unsere Tasche zu holen. Was ich vom Game erstmal so erwarte, ich würde sagen, es wird wahrscheinlich eine Sammlung an lustigen Minigames sein. Ich erwarte da nichts Deepes, ich erwarte auch keine Deep Story und ich erwarte, dass es viel zu schnell rum sein wird. Da dürfen wir dann sehen, ob dem so ist. Gucken wir mal. Wir checken jetzt mal ab, wie es ist. Es ist auf jeden Fall das erste richtige Game, würde ich sagen, im My Little Pony Universum. Wenn man es überlegt, Generation 4, also die vorherige, die vierte Generation, die habe ich tatsächlich wirklich sehr gerne geguckt. Sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Und da sind nur gruselige Cash-Grab-Handy-Apps gespawnt, die dann halt versucht haben, dir die Kohle abzuziehen. Das fand ich ein bisschen traurig. Okay, außer vielleicht dieser My Little Pony Runner, der war ja so ein Runner-Game, das war okay. Da konntest du irgendwie einmal 9 Euro bezahlen im Sale, dann hast du alle deine Ponys bekommen und dann war es auch gut. Da kann ich ja mit leben. Aber dann gab es dieses komische Equestria City-Aufbauspiel. Das war gar nicht mal so kacke. Hi, aber da musstest du schon ordentlich Kohle lotzen, wenn du alle Ponys haben wolltest. Meine Tasche, das Kaninchen hat sie mitgenommen. Okay, dem Kaninchen hinterher, aber da wollen wir nicht dran denken, wir sind ja jetzt bei diesem Spiel. Und hier gibt's auf jeden Fall erstmal keine Deals. Und auch keine Microtransactions, so. Ziel ist es auf jeden Fall für mich persönlich, alles zu sammeln und alle Achievements zu sammeln. Ich möchte, dass dieses Game als 100% komplettiert bei mir in meiner Steam-Library ist. Da wäre ich ein bisschen stolz drauf, ja. So, wir folgen erstmal diesem Häschen, das einfach meine Tasche geklaut hat. Wie frech. Vielleicht kann ich meine Erdmagie auf die Pflanze wirken. Okay. Mit meiner Erdpony-Magie kann ich Pflanzen und Blumen wachsen lassen. Drücke auf diesen Knopf, um sie zu verwenden.
Okay, also derjenige... darauf, um höhere Stellen zu erreichen. Okay, derjenige, der die Untertitel gemacht hat... Ja, ja, weiß ich doch. Untertitel und Voice passen nicht immer so ganz zusammen. Hui. Renn doch jetzt mal nicht weg, gib mir doch einfach meine Tasche. Du brauchst sie doch eh nicht. Ich muss nur diesen Punkt erreichen. Okay, das schaffen wir schon. Ich werde wieder meine Erdpony-Magie verwenden. Und dann wird es uns gelingen. Hui. So, mal sehen. So muss das sein. Toll angezogen und bereit zum Feiern. Es gibt sogar Achievements, du ahnst es nicht, Alter. Nice Sache. Okay, jetzt sehen wir auch viel fescher aus, ne? Also, das ist auf jeden Fall fresh und nice und dandy mit unserem Täschlein. Ist da immer noch das Symbol drauf? Jetzt noch so lustige Badges eigentlich. Dum, da, dum, da, da. Ah, guck mal hier, noch so eine dicke Pinata da oben. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Soundmixing ist ein bisschen off. Ich habe alles komplett auf 100% gedreht, außer die Voices. Und ich finde, Musik und so ist ein bisschen leise. Musik könnte ein bisschen lauter sein, aber gut, okay. Kann man sich ja mit den Reglern zurechtdrehen, wie man Bock hat. So, ich würde sagen, erstes Gebiet gecheckt, oder was? Das Kristallglanzhaus. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir an so einem magischen Ort leben. Ich bin auch fassungslos. So, was ist hier los? Das ist verdächtig. Was ist denn hier los? Schimmerflügel, du bist es! Wow, du bist ziemlich stark für einen Schmetterling. Warum warst du da gefangen? Tut mir leid, ich spreche kein Schmetterling. Bekommt auch jemand Sparks-Vibes? Folge dem Schmetterling, um deine nächsten Schritte zu finden. Der Schmetterlingsführer, okay. Alles klar. Ich glaube, sie will, dass ich ihr folge. Ich muss los. Ja, das ist unser sogenanntes Sparks, ne? Ich gehe aber erstmal in diese Richtung, denn wir sammeln alles ein, was man einsammeln kann. Möchte hier 100% dieses Games erreichen, ja? Ja, warum spielen wir dieses Game? Ich hatte es im Stream irgendwann mal angekündigt, dass wir das machen werden, wenn es rauskommt. Und tatsächlich bin ich einer der Wahnsinnigen, wie man sie ja sehr gerne nennt, oder auch Bronies da draußen, die tatsächlich als erwachsener Mensch die letzte My Little Pony-Generation geguckt haben. Ich hatte in meinem Freundeskreis ein paar Dudes und Dudinnen, die das geguckt haben und mir das dann nahegelegt haben. Denn ich hatte eine Zeit lang, also tatsächlich... ja, ist schon ein bisschen her, aber ich war schon ein bisschen durch, würde ich sagen, leicht nah einer Depression, weil alles war schlimm um mich herum, ja, die Welt war schlimm, Arbeit war schlimm, alles war ziemlich schlimm und ich wollte einfach nur mal wieder ein bisschen Feel-Good-Vibes haben und dem Ganzen entfliehen und ja, dann haben wir das uns mal reingezogen, die letzte Staffel, also die letzte Generation, die vierte. Und ich habe es abgecringed und abgebrochen. Also, nee, das geht ja mal gar nicht. Also, ich habe das nicht verstanden, wie man das gucken kann. Und dann irgendwann war es aber wieder so schlimm. Und ich dachte, nee, komm, jetzt gibst du dem Ganzen nochmal eine Chance. Und dann habe ich mit meiner besseren Hälfte zusammen, haben wir dann einfach mal die erste Staffel geguckt auf Englisch. Auf Netflix oder auf Amazon, ich weiß es nicht mehr. Und ja, die erste Staffel ist noch ein bisschen heavy, weil da alles noch sehr cute und sehr kindlich ist, aber relativ schnell wurde dann gemerkt, dass sich da irgendwie merkwürdigerweise eine sehr erwachsene Community drum gebildet hat und Lauren Faust, die auch die Powerpuff Girls gemacht hat, die ist ja dafür verantwortlich, für die letzte Generation, die hat da entsprechend dann auch sehr viele, sehr viele Goodies und Easter Eggs für Erwachsene eingebaut, alleine, dass da halt zum Beispiel Dr. Who mit drin ist und so. Es sind so viele Background-Ponys drin und Anspielungen auf Pop-Culture-References und so weiter. Es ist tatsächlich ein Fest und wenn man sich dann drauf einlässt, kannst du da ziemlich Gaudi mit haben, weil im Grunde gibt es dir viel gut Vibes, du kannst mal ein bisschen dieser fürchterlichen Welt entfliehen. Es behandelt tatsächlich auch ziemlich tiefe und auch teilweise ziemlich starke Themen, vor allen Dingen die Comics. Also da darf man sich vom Look echt nicht... das darf man nicht unterschätzen, da werden schon teilweise auch sehr erwachsene Themen aufgegriffen, die auch nicht ohne sind, also sind auch schon ein paar heavy Folgen dabei, aber im Grunde hat man so eine perfekte Möglichkeit, sich mal in ein anderes Universum zu fliegen, voller liebenswürdiger Charaktere, die einem auch sehr ans Herz wachsen und es sind so viele Charaktere, die da entstanden sind in dieser Lore über 10 Jahre und Ortschaften und so weiter, also was da in 10 Jahren aufgebaut worden ist, Respekt! Weil da ist nicht umsonst so eine komische, strange Community entstanden, ne? Ich bin ja jetzt kein mega super Brony oder sowas, das jetzt nicht, aber ich habe das tatsächlich geguckt. Auf Englisch kann ich es jedem echt empfehlen. Und ja, ich schäme mich auch nicht für oder so. Ich fand das tatsächlich mega nice. Und ja, wenn ihr es auch geguckt habt, haut's gerne rein. Ich habe da wirklich viel Spaß mit gehabt. Und
Hab mir auch jetzt den neuen Film reingezogen. Ich fand den auch nicht schlecht. Man kann jetzt darüber diskutieren, was sie mit der Lore gemacht haben, die sie seit 10 Jahren aufgebaut haben, weil es spielt im gleichen Equestria, also sie haben kein neues Universum für die neue Generation gestartet, sondern es spielt im gleichen Equestria. Man muss da quasi so sagen, beim alten, bei der vorherigen My Little Pony Kiste, war nach 10 Jahren, da wurden halt Ortschaften aufgebaut, Charaktere, die ganze Welt, Lore, andere Rassen, Drachen, Kirin und so weiter, die Changelings und Co. Und am Ende wurden sehr viele Bösewichte besiegt und ganz am Ende übernimmt Twilight Sparkle und alles ist tutti und alles sind glücklich und Freundschaft und alles ist toll. Und dann startet die neue Generation und alles ist im Arsch. Alles ist im Arsch. Die Orte sind weg, die Drachen sind weg, die Kirin sind weg, die Changelings sind weg, die Bösewichte sind weg, Twilight Sparkle ist weg. Was ist los? Alle hassen sich wieder. Was ist geschehen? Ich bin gespannt, ob sie das schaffen, irgendwie sinnvoll zu erklären. Aber der Film hat trotzdem Gaudi gemacht. Also ich habe den auf Englisch gesehen und auch auf Deutsch sogar, der neue. Und man muss echt sagen, die Animationsqualität ist der Burner. Was sie da an Kohle für Animationsqualität rausgelegt haben, ist total irre. Und der Voicecast. Alter, was ein Voicecast sie da rangekarrt haben. Kimiko Glenn für Izzy. Einfach nur, also wirklich, es war grandios. Es war grandios. Da ist Izzy auch schon. Bin Fan. Mal sehen. Ja gut, wissen wir jetzt nicht, ob es... Du bist noch hier? Wir sollten uns beeilen. Maritime-Bucht erwartet uns. Ich weiß. Hier geht's lang, richtig? So sieht es aus. Aber die Brücke ist zerstört. Wir könnten sie mit unseren Einhornkräften wiederverwerten. Ein Wiederverwert-Magie. Aber ich erinnere mich nicht, wo ich mein Werkzeug hingetan habe. Es sollte in der Nähe sein. Kannst du mir beim Suchen helfen? Na sicher, Izzy. Schon dabei. Für dich doch immer, ja. Also ich denke, es wird eine Sammlung an Fetch-Quests werden. Ich glaube, es sind Fetch-Quests. Okay. Also wir brauchen einen Farbeimer, einen Hammer und ein bisschen Holz, ne? Dann kann's losgehen. Ja, deutsche Synchro ist okay tatsächlich, muss man sagen. Ist okay, ne? Ich bin halt Englisch gewohnt. Ich habe so viele Folgen auf Englisch. Ich habe das echt... Ja, großartig. Komplett. Fehlen noch zwei. Durchgesucht. Wenn man dann auch überlegt, ne, es gab ja dann einen Film auch von der vorherigen Generation. Den fand ich sogar noch besser als der aktuelle. Das sind halt alles immer so Musicals, muss man mögen. Aber wenn halt die Songs reinkicken, dann passt es halt. Und tatsächlich bei dem Vorgängerfilm, also der Film der vorherigen Generation. Perfekt. Nur noch eins. Ja. Nicht nur, dass da einer der emotional heftigsten Momente drin ist, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, diejenigen, die geguckt haben, Twilight Sparkle, wenn sie da dann quasi von all ihren Freunden alleine gelassen wird und dann da heulend auf diesem Stein sitzt und Spike dann ankommt, kurz bevor sie entführt wird dann. Alter, also ich bitte euch, wer da nicht heulen muss, tut mir leid jetzt, ne? Alter, da hab ich echt gelitten. Und ja, alleine da dann auch, dass dann zum Beispiel Sia mit drin ist und einen eigenen Song performt und sogar eine eigene Pony-Sona bekommen hat, ist halt schon cool. Also da ist, ach guck mal. Moin, chillst du dir die Nuggets oder was? Das ist ein Leben, wa? Guck dir das an, das würde ich jetzt auch gerne machen. Tatsächlich war ich gestern bei uns im Pool drin, aber es ist doch ein bisschen kalt, ne? Wir haben zwar Juni. So. Drücke auf diesen Knopf, um den Baum zu schütteln. Vergiss nicht, die Leckerbissen aufzusammeln. Die Leckerbissen? Alles klar. Ich lasse natürlich keine Leckerbissen liegen, das ist doch klar. Bums, das ist ein Leckerbissen. Holz. Kann ich das mit allen Bäumen machen? Nein. Das war so ein richtiger Applejack-Move. Applejack wäre stolz auf uns. Okay, let's go. Jetzt hab ich alle. Und nun zurück zu Izzy. Back to Izzy! So, Izzy, da bist du ja wieder. Vielen Dank, Sunny. Du bist eine Brückenretterin. Jetzt kannst du solche Tische immer ein wiederverwerten. Danke für deine Hilfe. Ich versuche immer noch, dieses Magie-Ding zu verstehen. Okay, es spielt also offensichtlich... Drücke auf diese Schaltfläche, wenn du einen Basteltisch findest, um ihn ein wiederzuverwerten. Ein wiederzuverwerten? Alter, what the fuck? Okay. Ja, Izzy verwertet halt alles wieder. Upcycling nennt sie das. Kannst du noch, erzählst du noch irgendwas? Vor der Magie war alles viel schwieriger. Okay. Mit ein bisschen Kleber und Glitzer ist alles möglich. Oder sollte ich eher sagen, einfach alles. Glitter, ein Glow-Up, meine Lieben. So, dann wollen wir mal ein Wiederverwerten. Ach, guck dir das an. Es spielt also offensichtlich nach dem Film. Okay, das nächste Achievement. Oh, ich bin etwas in Sorge. Ich bin Ich sollte Hitch suchen, da ich ihn schon eine Weile hab warten lassen. Und Pünktlichkeit ist ihm wichtig. Pünktlichkeit ist eine Zier, nicht wahr? Da ist auch schon Hitch. Ich bin etwas in Sorge, was die Spielzeit angehen wird, ohne Spaß. Da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht. Du bist als Einzige noch übrig. Übrig? Übrig wofür? Um deine Fähigkeiten als Hirtin zu trainieren. Die neue größte Tradition am Maritime-Buchtag ist... der Kaninchenhirten-Klassiker. Muss das sein? Oh,
Die Kaninchen tun mir irgendwie leid. Die Kaninchen lieben es. Das sagen sie mir immer wieder. Ja, stimmt. Komm mal, die Pflasterscheibe. Siehst du? Na gut. Was muss ich tun? Also, einige Kaninchen sind zur Main Street weitergehoppelt. 3 Kaninchen werden noch vermisst, aber sie können nicht weit gekommen sein. Du musst sie für mich einfangen, ja? Sie hoppeln vor dir davon. Du musst ihnen also bis hierher nachjagen. Alles klar. Bin schon unterwegs. Kennst du meinen Orientierungssinn? Das hat gar keinen Sinn. Das werden wir niemals schaffen. Okay, wie komme ich denn da hoch? Achso, das ist doch schon hier. Das sind 3 Kaninchen. Wir müssen 3 Kaninchen finden, Leute. Kein Problem. Kriegen wir hin. Jetzt machen wir erstmal einen Glow-Up. Sehr schön. Okay, das ist auch quasi Collectibles sozusagen, ne? Aber ich sag mal, wie es ist. Tatsächlich, optisch ist okay. Das Ding ist natürlich wahrscheinlich nicht Lead-Plattform-mäßig für einen PC entwickelt worden. Das ist, ich sehe das hier eher so als Switch-Game und Konsolen-Game und... Sieht okay, es ist natürlich keine Entschuldigung dafür, dass es kein Grafikoptionsmenü gibt. Also wenigstens die Auflösung nochmal höher machen, wäre schon ganz nice. Ein bisschen Anti-Aliasing. Und dann geht es schon, aber sieht echt okay aus. Zack! Wenn wir sonst so an irgendwelche, Umsetzungen denken von Serien und Co. Ist das bis jetzt wirklich brauchbar? Also, die sind ja meistens jetzt eigentlich immer ein Garant dafür, dass es eher nicht so gut wird. So, und helfen wir mal den guten Hedge. Komme ich hier schon irgendwie durch? Jawollo, was ist das? Ich möchte bitte diese Karotte essen. Du. Gibt's hier noch einen Glow-Up? Jawoll. Okay, die Fenster sind interessant. Fantastisch. Ja gut, es ist, man kann eine Spiegelung erahnen, ja? Also ich will mich jetzt nicht beschweren. Okay, sieht soweit gut aus. Letztes Häschen ist gleich am Stissel. Ja, immer hier den Bäumchen treten. Wunderbar. Man muss ja auch die Hinterbeine trainieren, ne? Zack. Wupp. Und das ist der letzte. Bitteschön. Gut gemacht, Sunny. Du bist wirklich eine gute Hirtin. Aber dazu gehört auch, dass sie gefüttert werden. Binde ein paar Möhren und komm zurück, bevor sie unruhig werden. Alles klar, Möhren sammeln. Ich habe da schon ein paar gefunden. 3 Stück willst du haben? 2 hatte ich gesehen. Aber die 3. werden wir auch noch finden. Ich guck mal erstmal hier unten rum. Wir dürfen ja nichts übersehen. Ich muss alles... Die Kaninchen hüten sich nicht selbst, Sunny. Ja, ist okay. Ich wollte auch nicht abhauen. So ist jetzt nicht. Arbeitsverweigerung so. Ja, gleich abhauen. Nö, komm, Hedge. Kannst du mal selber machen, den Scheiß, ne? Kannst du dir die Karotten mal selber suchen, Hedge. Okay, so das ist die erste. Ja, Magie macht wirklich alles einfacher, nicht wahr? So, Achterbahn 2 habe ich nicht gesehen, ne? Ich habe nur eine wahrgenommen. Toll! Toll! Gib her. Tada! Okay, 3 Karotten. Dann bringen wir die doch mal direkt zurück. So, Hitch, bitteschön. Vielleicht machen wir ja doch noch eine Kaninchenhirtin aus dir. Was meint ihr? Das ist wohl ein ganz klares Vielleicht. Willkommen zum offiziellen Ausbildungslager für den Hirtenwettbewerb. Das Ziel ist einfach. Treibe die Kaninchen zu den Toren. Je mehr Kaninchen du zusammentreibst, desto mehr Punkte bekommst du. Und aufgepasst, der Torpfosten wird die Seiten wechseln. Bist du bereit, Kaninchen zusammenzutreiben? Ja. Okay, Kaninchenzeit. It's Bunny Time. 3, 2, 1... Los! Bewege dich mit diesem Befehl. Okay, das sieht lustig aus. Das sieht tatsächlich irgendwie lustig aus. Okay, wir müssen einen riesigen Bunch Kaninchen zusammensammeln. Let's go. So, meine Lieben. Und die erste Runde raus. Na, wer bekommt jetzt auch noch Zelda-Vibes? Los, los, los. Ein letztes Kaninchen vergessen. Los, raus mit dir. Und, Gold oder was? Oh, da ist auch noch Modder auf dem Boden. Das auch noch. Das erschwert die Situation. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Okay, let's do it again. Da kommen irgendwie wieder neue raus. Die hauen ab durch die Löcher, oder was? Oh, Gottes Willen. Ja, Hahn, gerade jetzt nicht. Ich muss gerade Kaninchen einsammeln. So, wir müssen aufpassen, dass sie nicht wieder in die Löcher rein können. Und raus. Wunderbar. Noch eine Runde. So, Vorsicht, Leute, ihr dürft nicht. Ihr dürft. Oh, guck mal, die kriege ich mit einem. Na, doch nicht. Ich dachte, ich kriege die in einem Rutsch. Aber ne.
So, die letzten beiden eben noch hier. Komm, 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 komm. Jawollo. We did it. Noch eins. Was sind das für komische Kürbisse da? Jetzt gibt's auch weiße Kaninchen? I have no idea what's happening here. Aber ich habe das Gefühl, ich hab's schnell gemacht. So, warte, kann ich Pause drücken? Jawohl. Wir machen aber jetzt erstmal, meine Lieben, der Hahn hat gekräht, deswegen machen wir jetzt kurz einen kleinen, gemütlichen Break. Wir müssen ja auch erstmal kurz ein bisschen erholen von dieser ganzen Pony-Nest, ne? Das geht ja gar nicht. Ich bedanke mich bei euch jetzt erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.